Herzlich willkommen im germanischen Opfermoor in der Vogtei, gleich neben dem Mittelpunkt des wiedervereinigten Deutschlands. Dazu muss man erst einmal wissen, wo die Vogtei eigentlich ist und wie man dahin gelangt. Diese Karte könnte dabei behilflich sein. Auch einiges Historisches über die Vogtei wäre hilfreich, obwohl die Geschichte der Vogtei ca. 1000 Jahre später beginnt, als die Zeit, um die es im Film geht. Das Gebiet, um das es sich hier handelt, liegt etwa 8 Kilometer südlich von Mühlhausen in Thüringen. Zur seit dem Jahre 1123 existierenden Vogtei Durla, die damals noch Obstei Durla hieß, gehörten die Orte Oberdurla, Ersterwähnung 805, Niederdurla, Ersterwähnung 1223 und Langula, Ersterwähnung 1278. Die Ortsendungen A weisen auf eine germanische Gründung, also auf eine wesentlich frühere Besiedlung hin. Diese Besiedlungszeit ist auch die Grundlage dieses Films. In der Vogtei wurden die landwirtschaftlich genutzten Flächen und die Besitztümer des Stifts Durla zusammengefasst. Hinzu kam noch der gesamte Hainichwald als Schenkung des Grafen Wigert von Bielstein an die Durla um das Jahr 990. Bis 1472 nahm die Vogtei weitgehend ihre eigene Entwicklung, gelenkt durch den Stift Durla der Augustiner Chorherren. Dieses wurde 1487 nach Langensalza verlegt. Die ruhigen Zeiten in der Vogtei waren damit vorbei. Zur Klärung der Territorialfrage kam es 1785-86 zum Gang der Vogteier nach Wien zum Kaiser Joseph II. Eine Antwort ließ 30 Jahre auf sich warten. Von 1816 bis 1945 war die Vogtei ein Teil des Landkreises Mühlhausen in Thüringen in der preußischen Provinz Sachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten Ober- und Niederdurla sowie Langula zur sowjetischen Besatzungszone und zum Altkreis Mühlhausen. Die neu gegründete Verwaltungsgemeinschaft Vogtei, zu der nun auch die Orte Kammerfurst und Oppershausen gehören, ist seit 1994 dem im selben Jahr entstandenen Unstrut-Hainich-Kreis zugehörig. Durch ihre Geschichte ist die Vogtei ein relativ selbstständiges Gebiet mit eigenem Dialekt, eigenen Trachten und Brauchtum. Wegen ihrer Eigenarten oft belächelt, sind die Vogteier bis heute ein fleißiges Völkchen geblieben, haben ihren Zusammenhang weitgehend bewahrt, leben von und mit ihrer Geschichte und können stolz auf ihre Vogtei sein. Nach diesen Bildern der drei Vogteidörfer und einer kurzen Einweisung in deren Geschichte sind wir in Niederdurla angekommen. Am südlichen Ortsrand befindet sich der geografische Mittelpunkt des heutigen Deutschlands bei 51 Grad 9 Minuten und 48 Sekunden nördlicher Breite und 10 Grad 26 Minuten und 52 Sekunden östlicher Länge, ungefähr 500 Meter vom Ortskern entfernt. Dieser Mittelpunktsberechnung liegen die Koordinaten der größten Nord-Süd-Ausdehnung sowie der größten Ost-West-Ausdehnung Deutschlands zugrunde. Sie wurde durch das MDR-Fernsehen und die Sendung Außenseiter-Spitzenreiter initiiert und durch Dr. Heinz Finger von der Technischen Universität Dresden durchgeführt. Am 20.10.1990 wurde der erste Mittelpunkt des wiedervereinigten Deutschlands bekanntgegeben. Es gibt aber noch weitere Mittelpunkte Deutschlands, die aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden ermittelt wurden und alle ihre Berechtigung haben. Um den Niederdurlaer Mittelpunkt, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft auch das Opfermoor liegt, zu würdigen, wurde im Februar 1991 eine Kaiserlinde gepflanzt und ein Gedenkstein aufgestellt. Diese Karte zeigt den Südrand Niederdurlas sowie die Lage des Mittelpunktes, des Ausstellungspavillons und der Freilichtausstellung. Alle Punkte sind bequem vom Parkplatz am Mittelpunkt zu erreichen. Der innere Teil der Opfermoor-Ausstellung ist in einem modernen, blockhausähnlichen Pavillon untergebracht. Dieser befindet sich ebenfalls am südlichen Ortsrand von Niederdurla, etwa 500 Meter von der Freilichtausstellung entfernt. Hier werden anhand vieler Modelle die Historie der Ausgrabungen, die Lage der Fundstücke im Moor sowie im Ort dargestellt und erläutert. Die Modelle sind unter anderem Vorlage für die originalgetreu nachgebaute Siedlung und die Opferstätten im Außengelände. Der Besucher erfährt viel über die unterschiedlichen Opferriten, die Ausgrabungen und das Leben unserer Vorfahren vor über 2000 Jahren. In den Vitrinen befinden sich originale Fundstücke aus den Opferstätten wie Götterbilder, Opfergaben in Form von Tierknochen und Schädeln, aber auch menschliche Knochen und Schädel. Es wurde sogar eine Gesichtsrekonstruktion anhand eines gefundenen menschlichen Schädels durchgeführt. Das Ergebnis ist hier zu sehen.
Diese Rekonstruktion erfolgte nach einer Abbildung des Schädels in 4 Normen. Gestaltet wurde sie von der Gesichtsweichteile-Rekonstrukteurin Steffi Farrad und stellt die Priesterin aus dem Heiligtum der kleinen Göttin dar. Auf diesem Ausgrabungsfoto ist die Auffindsituation zu sehen. Aus der ausgegrabenen Siedlung werden Alltagsgegenstände, Werkzeuge und Geräte gezeigt. Ein Bereich widmet sich dem Fischfang. Fotos, die während der Ausgrabung gemacht wurden, wie dieses, das beim Ausgraben einer Fischreuse entstand, oder beim Freilegen von Opferknochen, runden das Bild ab. Um dem Besucher eine Vorstellung zu vermitteln, auf welche Weise die Götter dargestellt wurden, sind unter anderem nachempfundene Astgabel und Pfahlidole zu sehen. Diese entsprachen in ihrer Bedeutung dem heutigen Kreuz bzw. Kruzifix. Auch sind Nachbildungen germanischer Schilde und Jagdspeere im Pavillon ausgestellt. Dieses Ölbild eines ortsansässigen Malers zeigt eine heidnische Prozession zum Frühlingsanfang. Im 10. Jahrhundert wurde eine solche Prozession von einer Äbtissin des Klosters Schildesche bei Bielefeld wie folgt beschrieben. Am Abend vor der Feier versammelte man sich an heiliger Kultstätte, hielt das Opfermahl, wozu jeder beisteuerte, unter Tanz und Gesang ab und zog am anderen Morgen vor Sonnenaufgang um die Saatfelder in langer Prozession. Voran die Priester, in der Mitte die Götterbilder, in weißer Umhüllung und am Schluss die zum Opfer bestimmten Tiere. Ein Opferfeuer wird von der Äbtissin ebenfalls bezeugt. Der Gottheit wurden Tiere geschlachtet, Brot, Eier, Pflanzen und Früchte des Feldes geopfert und Feuer angezündet. Unter dem Singen feierlicher alter Weisen tanzte man jauchzend um den Holzstoß, steckte verglimmte Scheite des Opferfeuers gegen Hagel und Blitz in die Felder oder streute Asche darauf. Im hinteren Teil des Pavillons ist eine kleine Ausstellung der Geschichte Niederdorlas und der Vogtei gewidmet. Neben der Vogteier Tracht und einer reich verzierten Mitgifttruhe sind auch Objekte zeitgenössischer Vogteier Künstler zu sehen. Mit diesem Grundwissen über die Vogtei, das Torfstechen im Moor, die Besiedlung und die alten Götter kann man sich beruhigt in die Freilichtausstellung begeben, in der irgendwie der Hauch der alten Germanen noch über dem See, dem Moor und den Bäumen zu hängen scheint. Der Weg vom Pavillon führt am Mittelpunkt Deutschlands vorbei in Richtung Nordwesten, ist gut ausgeschildert und etwa einen halben Kilometer lang. Auf dem Schild vor dem Eingang ist zu lesen: Die Freilichtausstellung zeigt rekonstruierte Teile einer germanischen Siedlung und Nachbildungen bedeutender Heiligtümer der ehemaligen Kultstätte. Die hier im Originalmaßstab errichteten Rekonstruktionen gehen auf Befunde der archäologischen Ausgrabungen des Opferplatzes und zugehöriger Siedlungen durch das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in den Jahren 1954 bis 1979 unter der Leitung von Professor Dr. Günther B. Planke zurück. Die Gebäuderekonstruktionen fußen auf freigelegten Grundrissen in einer frühgeschichtlichen Siedlung auf dem Mahllindenfeld bei Niederdorla und präsentieren Wohn- und Wirtschaftsbauten des 3. Jahrhunderts unserer Zeit. Die errichteten Heiligtümer bieten einen repräsentativen Querschnitt sakraler Bauten aus der über 1000 Jahre geübten Opfertätigkeiten am Platz von 600 vor bis 600 nach Christus. Nun aber heißt es: Willkommen in einer anderen, längst vergangenen Welt, willkommen im Leben unserer Vorfahren. Bevor man die Anlage selbst erreicht, muss man auf einem schmalen Weg etwa 100 Meter zwischen zwei Seen entlang gehen. Dieser Weg ist von Bäumen und Sträuchern bewachsen und gibt ab und zu den Blick auf die Schilfgürtel und die Seen frei. Man hat das Gefühl, mit jedem Schritt der Gegenwart zu entfliehen und der Vergangenheit näher zu kommen. Die Umgebung hat etwas Mystisches. Man fühlt sich irgendwie in die alte Welt versetzt, wie auf Zeitreise in das Leben unserer Ahnen. Die ruhigen Uferbereiche des Weges werden gern von Anglern genutzt. Man findet aber auch den Nachbau einer Fischreuse, die aus dünnen Weidenruten besteht und im flachen Wasser mit Stöcken im Boden verankert wurde. Beim Betreten der weitläufigen Lichtung fällt der Blick zuerst auf das große Wohnstallhaus, das mit 4,50 Meter Höhe und 17 Meter Länge das größte Gebäude ist. Auf dieses Haus komme ich später noch einmal zurück. Links, nachdem der Dammweg hinter uns liegt, steht ein Gedenkstein.
Dieser ist Professor Dr. Günther Behm Planke gewidmet, der als Grabungsleiter maßgeblich an der Erforschung des Opfermoors und der germanischen Siedlung von 1954 bis 1979 beteiligt war. Etwas weiter hinten, direkt am Ufer des kleinen Sees, ist ein Grubenhaus für die Besucher geöffnet. Drei weitere Grubenhäuser stehen auf der westlichen Seite der Lichtung, eines davon im Rohbau. Der folgende Grundriss zeigt den Aufbau eines solchen Hauses. Das Zweipfosten-Grubenhaus hat eine Breite von 2,70 Meter, eine Länge von 3,70 Meter und eine Höhe von 3 Metern. Eingetiefte und ebenerdige Häuser gehen zurück bis in die Jungsteinzeit. Vorher dienten Höhlen sowie Hütten und Zelte aus Tierhaut als Unterkunft. Grubenhäuser gab es mit 2 oder 6 Pfosten. Sie dienten bis ins Mittelalter als Wohnunterkünfte für das Gesinde, wurden aber auch vielfach als Arbeitsunterkünfte wie Webhütten genutzt. Die beiden in das Erdreich eingelassenen Pfosten tragen die Fürstfette, die wiederum die Rofen aufnehmen. Rofen sind die geneigt angebrachten Hölzer, die die Dachhaut tragen. Das untere Ende der Rofen wird auf dem Erdboden aufgelegt. Nach der Befestigung der Dachlatten wurde das Schilfrohr aufgenäht. Ein kleiner Graben an der Traufkante des Daches sorgte für den Abfluss von Regen und Schmelzwasser. Durch das Ausheben der Grube entstanden die Seitenbänke, die mit Flechtwerk und Lehmverputz ausgekleidet wurden. Sie konnten zum Schlafen und zum Sitzen genutzt werden. Dieser einfache Kran diente zum Transport von Feldfrüchten oder Baumaterial wie Schilf und Weidenruten. Er wurde von Hand gezogen. Als einfaches Transportmittel gehörte er damals auf jedes Gehöft, wie auch der Brunnen ein fester Bestandteil jeder Siedlung war. In der Mitte der Lichtung steht das Wohnstallhaus. Es ist ein wirklich beeindruckendes Gebäude, das in seinen Ausmaßen so manches zweietagige Einfamilienhaus der heutigen Zeit in den Schatten stellt. Außer durch den Eingang, der von Lehm- und Weidengeflechtwänden eingefasst ist und auf der Südseite des Hauses liegt, dringt nur durch zwei Öffnungen unter dem Dach an den Giebelseiten etwas Tageslicht in das Gebäude. Auch sind diese beiden Öffnungen die einzige Abzugsmöglichkeit für den Rauch der damals immer brennenden offenen Feuerstelle. Fotoaufnahmen im Inneren des Wohnstallhauses sind fast ausschließlich nur mit Blitzlicht möglich. Zu diesem Grundriss des Wohnstallhauses hier die Maße. Breite 6 Meter, Länge 17 Meter, Höhe 4,50 Meter. Das Wohnstallhaus ist ein Langhaus in zweischiffiger Ausführung mit mannshohem Trempelrehm und einem Rufendach mit einer Neigung von 45 Grad. Der Trempel ist der im Dachgeschoss über den Fußboden hinausragende Teil der Außenmauer. Als Rehm bezeichnet man den oberen waagerechten Abschluss der Holzrahmenkonstruktion. 5 Mittelpfosten mit aufgelegter Fürstfette tragen das Dach. Die unteren Enden der Rufen liegen auf den Rehmhölzern, die von den Außenpfosten getragen werden. Die Außenwand besteht aus Staken, die mit Weidenruten umflochten sind und auf der Innenseite an den Außenpfosten und Rehmhölzern befestigt wurden. Auf den Rufen sind Dachlatten befestigt, an denen das Schilfdach aufgenäht ist. Die Wurzelenden des Schilfrohres wurden dabei nach unten gelegt, sodass in bestimmten Abständen eine Abstufung entstand, die mit einem nordischen Schaubendach große Ähnlichkeit hat. Nordische Schaubendächer sind mit genähten Rieddächern vergleichbar. Die Blüte des Schilfrohres ragt in das Innere des Gebäudes. Alle Holzverbindungen wurden mit selbstgefertigten Holznägeln befestigt und teilweise mit Hanfstrick gesichert. Der Hausherr lebte im Wohnstallhaus, dessen Bauart seit der Eiszeit in ganz Nordeuropa Verbreitung fand, mit seiner Familie und den Tieren unter einem Dach. Die Ausrichtung des Gebäudes erfolgte von Ost nach West. Im Ostteil wurde der Wohnbereich eingerichtet, während auf der größeren Westseite Viehboxen zur Unterbringung der Tiere angelegt wurden. Der Gebäudeeingang befindet sich auf der südlichen Längsseite des Hauses. Wenn man sich die Ruhe und die Zeit nimmt, sich im Wohn- und Schlafbereich in der Ostseite auf die kargen Bänke zu setzen, die Stille und Dunkelheit genießt und dabei für einen Moment die Augen schließt, wird die alte Zeit wieder lebendig. Man fühlt die Wärme des offenen Feuers, hört die Stimmen der Frauen, die die Felle bearbeiten und am offenen Feuer das Essen bereiten. Man hört die Kinder tollen und die Männer nebenan im Stallbereich bei der Arbeit. Auch glaubt man den Geruch aus Feuer, Rauch, Erde, Mensch und Tier zu riechen.
Es ist wie in einem kurzen Hauch Geschichte, der einem hier im Opfermoor eigentlich ständig umweht, bevor man wieder zurück ist im Jetzt und Hier. Wir verlassen die Dunkelheit des Wohnstallhauses und treten wieder ans Tageslicht. Auf der östlichen Seite der Lichtung steht ein Speicherhaus. Es mutet wie das Haus der Baba Yaga-Hexe an, ist aber beim näheren Hinsehen äußerst praktisch. Zusammen mit dem Grundriss auch hier die Maße. Breite 3 Meter, Länge 3,70 Meter, Abstand Erde-Lagerboden ca. 50 cm, Höhe ab Lagerboden 3 Meter. Speicher dienten, wie auch heute noch, zur Aufbewahrung von Vorräten und persönlichem Gut der Menschen. Sie standen in der Regel in unmittelbarer Nähe des Wohnstallhauses. Bis in das 2. Jahrhundert gehörte zu jedem Gehöft ein Speicher. Ab dem 5. Jahrhundert waren es oft einige mehr. Durch die gestelzte Bauform, der Lagerboden war etwa 50 cm über der Erde, hielt man das Ungeziefer von der Lagerplattform fern. Diese Bauart ermöglichte des Weiteren eine ständige Belüftung der Vorräte. Die Außenwände bestanden aus Weidenflechtwerk und der Lagerboden aus Rundholzstangen. Das Satteldach wurde mit Schilf oder Stroh gedeckt. Leider gibt es auch so etwas. In der Nacht vom 4. zum 5. August 2009 ging das erste originalgetreu nachgebaute Grubenhaus im Opfermoor in Flammen auf. Brandstiftung wurde dabei als Ursache eindeutig nachgewiesen. Dies war schon der 3. Brand in der Freilichtanlage des Opfermoors. Traurigerweise gibt es immer wieder einige, denen die Arbeit anderer nichts bedeutet, denen es egal ist, wie viele Menschen wie lange an etwas gearbeitet haben und denen es auch noch Spaß macht, die Früchte dieser Arbeit zu zerstören. Weitere Details zu diesem Brand können auf der Homepage des Opfermoors Vogtei unter www.opfermoor.de nachgelesen werden. Projekte wie das Opfermoor Vogtei verlangen viele fleißige Hände, sowohl bei der Planung als auch beim Aufbau und beim weiteren Betrieb. Hier nun noch die Beschreibung der Gebäude und des Aufbaus der Siedlung. Alle rekonstruierten Gebäude wurden maßstabsgerecht nach dem Grabungsbefund der naheliegenden Mahlindensiedlung errichtet. Der Siedlungskomplex wurde in den Jahren 1964 bis 1972 durch das Museum für Ur- und Frühgeschichte Weimar unter der Leitung von Professor Dr. Behm Planke ausgegraben. Die germanische Niederlassung zeigt eine kontinuierliche Besiedelung von der späten Latene bis zur römischen Kaiserzeit auf. Weitere bedeutende Keramikfunde bezeugen eine Besiedlung vom 7. bis in das 11. Jahrhundert. Für die Rekonstruktion wurden repräsentative Gebäude aus der Zeit der germanischen Besiedlung ausgewählt. Zum Siedlungskomplex gehören ein Wohnstallhaus, ein gestelzter Speicher und 3 Grubenhäuser. Der Gebäudekomplex wurde unter der Anleitung des Zweckverbandes Mittelpunkt Deutschlands rekonstruiert. Mit Hilfe von ABM-Kräften aus der unmittelbaren Region ist es gelungen, diesen germanischen Gebäudekomplex nahezu originalgetreu nachzubauen. Arbeitsgänge wie Bäume fällen und zum Einbau vorbereiten, Pfosten aufstellen und befestigen, Weiden ernten und zum Flechtwerk verflechten, Lehm aufbereiten und damit die Wände verputzen, Dachkonstruktionen herstellen, Schilfrohr ernten und aufnähen, gehörten zum Alltag der ABM-Kräfte. Wie unsere Vorfahren gelebt haben, sahen wir anhand der rekonstruierten Gebäude. Wie sie zu ihren Göttern standen, wie sie sich ihre Götter vorstellten und was sie opferten, erfahren wir auf dem Rundgang entlang der Heiligtümer. Der Rundweg zu den Heiligtümern führt zu 11 rekonstruierten Opferplätzen aus 7 Opferperioden. Sie sind ausgestattet mit Altären, Kultstangen und Götterbildern. Ihre Einhegung besteht überwiegend aus Flechtwerkzäunen. Eine Ausnahme bilden die Opferplätze der Hallstattzeit. Sie wurden mit Steinen eingehegt. Auch bestanden einige Altäre aus Stein. Die Heiligtümer sind zeitlich chronologisch angelegt, beginnend mit dem ältesten aus dem 6. Jahrhundert vor Christus und enden mit dem jüngsten aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Der Weg, der an den einzelnen Heiligtümern vorbeiführt, ist ebenso mysteriös wie die gesamte Anlage. Bäume und Sträucher wachsen entlang des Pfades und geben nach und nach den Blick auf Altäre und Göttersymbole frei. Wer allerdings Gold und Prunk erwartet, der wird etwas enttäuscht. Die Symbole, Altäre und Götterbilder sind aus einfachen, natürlichen Materialien. Es wurden bis auf geringe Ausnahmen Naturgötter verehrt, die für eine gute Ernte, das Wetter und die Fruchtbarkeit zuständig waren.
Dementsprechend wurden auch meist nur Naturprodukte wie Getreide, Obst, Gemüse oder Tiere geopfert. Erst als die Römer das damalige Germanien besetzten, etwa im 1. Jahrhundert vor Christus, waren Kriegsgötter vonnöten und wurden dementsprechend verehrt. Das erste Heiligtum auf dem Weg ist eine relativ aufwendige Anlage aus Stein, Flechtwerk und Erde. Auf dem Steinaltar wurden, wahrscheinlich in einer Zeremonie, die Speisen für die Gottheit zubereitet. Jeder steuerte dazu bei, was er hatte. Nachdem das Mahl, meist eine Suppe, bereitet war, ließ man den Gott allein, um sie zu verzehren. Einige Tage später sah der Priester nach, ob es dem Gott geschmeckt hat. Heute wissen wir, dass Flüssigkeiten verdunsten. Damals nahm man an, dass die fehlende Flüssigkeit von der Gottheit verspeist wurde. Je weniger noch im Topf war, je besser hat es dem Gott geschmeckt und je gewogener war er den Menschen. So oder so ähnlich könnte man sich die Naturgötterverehrung mit Opfermahlzeiten in der damaligen Zeit vorstellen. Diese Altaranlage stammt aus der späten Hallstattzeit etwa 600 vor Christus. Ein rechteckiger, aus Muschelkalkstein erbauter Feueraltar, der auf der einen Seite von einem halbrunden Steinerdwall umgeben war, stellte das religiöse Zentrum der Periode dar. Auf diesem Altar wurden in zahlreichen Gefäßen Speiseopfer dargebracht und heilige Mahlzeiten zubereitet. Verkohlte Knospen am Brennholz der Feuerstelle weisen die Festlichkeiten ins Frühjahr, offenbar zu Ehren einer Vegetationsgottheit. Neben der Altaranlage hatte man ein umwalltes Ringheiligtum eingerichtet, in dessen Zentrum eine Steinstele als Symbol und Sitz einer Gottheit aufgestellt war, die unter anderem Ziegenopfer erhielt. Auf der rechten Seite des Weges stehen Götterbilder aus der mittleren Latenezeit, die sich vom 3. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus erstreckte. Für den heutigen Normalbetrachter sind dies nur in die Erde gesteckte Holzpfähle oder Astgabeln. Zur Erläuterung ist hier der dem Originalschild entsprechende Text abgebildet. Dargestellt sind ein Keulen, ein Stock und ein Pfahlidol. Etwas weiter, diesmal auf der linken nördlichen Seite des Rundweges, ist wieder eine etwas größere Altaranlage aufgebaut. Sowohl die Einhegung als auch die Altäre sind aus Weidengeflecht. Hinter den Altären stehen Kultstäbe. Wie überall in der Freilichtausstellung des Opfermoores Vogtei ist auch hier nichts abgesperrt. Anfassen und Begehen ist sogar erwünscht. Das apsisförmige Heiligtum stammt aus der mittleren bis späten Latenezeit, die auf die zweite Hälfte des 3. bis 1. Jahrhunderts vor Christus datiert wird. In dieser Zeit bildete sich durch Auslagerungsprozesse ein kleiner See, der über Jahrhunderte zum sakralen Zentrum der Opfertätigkeit in diesem Gebiet wurde. An dessen Ufern entstanden apsisförmige Anlagen, in denen sich mit Flechtwerk abgestützte Rasen- und Plattenaltäre erhoben, die von Stangenidolen flankiert wurden. Hervorzuheben sind die Funde von Kultstäben, die der Priester bei der Ausübung seiner religiösen Riten verwendete. Diesmal wieder auf der rechten Wegseite sind Götterbilder der Spätlatenezeit zu sehen. Sie stammen aus dem letzten Jahrhundert vor der Zeitenwende. Während im fernen Rom, in Griechenland, hoch im Norden und im alten Ägypten vorwiegend himmlische Götter verehrt wurden und werden, begnügten sich unsere Vorfahren meist mit Naturgöttern. Das Streben nach dem Himmel und der Glaube, dass alles von himmlischen Göttern gelenkt wird, kam erst mit dem wachsenden Einfluss der Römer zu uns. Einzig der Glaube, dass bestimmte Götter für einzelne Bereiche des Lebens zuständig waren, ist bei allen Kulturen gleich. Auch hier werden die Götterbilder, die aus zwei Pfahl- und zwei Astgabel-Idolen bestehen, auf einer Tafel erklärt und ihre Opfer benannt. Da der Siedlungsschwerpunkt der Thüringer als eigenständiges germanisches Volk und späterem Königreich im Thüringer Becken lag, ist anzunehmen, dass das Schwertheiligtum und der damit wohl verehrte Kriegsgott in die Gründungszeit des Thüringer Reiches fallen. Wann sich aber welche Gruppe oder Stamm an das Königreich anschloss, ist nicht genau bekannt. Da aber die heutige Vogtei unmittelbar im Zentrum lag, kann man annehmen, dass die hier siedelnden Gruppen sehr früh diesem Bund, der auch mehr Sicherheit versprach, beitraten. Damit aber gab es Gebietsansprüche, die oft kriegerische Auseinandersetzungen mit sich brachten. Ein Kriegsgott wurde erforderlich, dem auch entsprechend gehuldigt wurde.
Das Schwertheiligtum ohne Einhegung stammt aus der frühen römischen Kaiserzeit am Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus. Es belegt eine kriegerische Sphäre und symbolisiert die Anwesenheit eines Kriegsgottes. Ihm wurden unter anderem ein Menschenschädel und Knochen von 4 Rindern geopfert. Neben dem Schwertheiligtum auf der rechten Seite des Weges beherrscht ein großer, fast runder Platz die hiesige Lichtung. Umschlossen von einer Flechtwerkeinhegung sind hier mehrere Altäre, Idole und symbolische Heiligtümer in einem großen Heiligtum zu sehen. Eine solche Anlage, in denen mehrere Gottheiten gleichzeitig verehrt wurden, gilt für das hiesige Siedlungsgebiet der Germanen als nicht typisch. Dieses große Rundheiligtum wird auf die frühe römische Kaiserzeit am Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus datiert. Zu dieser Zeit erschienen in der nordthüringischen Landschaft Hermunduren. Die Hermunduren waren ein germanischer Volksstamm, der zur Gruppe der Elbgermanen zählt und ursprünglich am Oberlauf der Elbe siedelte. Sie gründeten am Kultsee ein großes Heiligtum mit in sich geschlossenen kleinen Gehegen, in denen Kultpfähle und ein Astgabelidol als Vertreter eines Pantheons aufgestellt wurden. Ein Pantheon ist ein allen Göttern geweihtes Heiligtum. Im Mittelpunkt dieser Anlage, die 2 Bauperioden erlebte, befand sich ein großer rechteckiger Rasenaltar mit Eckpfählen. In seiner Umgebung lagen zahlreiche Knochen von Tieropfern. An der Westgrenze des Heiligtums wurden mehrere Schädelteile von Menschenopfern gefunden. An der Nordseite schlossen sich 2 besondere Opferstätten an. Dieser Bereich lieferte den einzigen Waffenfund der gesamten Untersuchung. Es handelt sich dabei um das vor dem großen Rundheiligtum beschriebene Schwertheiligtum. Das vollständige eiserne Schwert wurde noch aufrecht stehend mit der Spitze im Boden steckend gefunden. Die große Bedeutung des Heiligtums wird außerdem durch ein menschliches Schädelopfer unterstrichen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine Übersichtskarte zu den hier gezeigten Heiligtümern und zum Verlauf des ehemaligen Kultsees zeigen. Diese Karte ist im Original an der linken Wegseite des Rundweges auf Höhe des heutigen Seeufers zu sehen. Durch eine Lücke im Uferbewuchs gegenüber der Übersichtskarte hat man einen wunderschönen Blick auf den heutigen See bis hinüber zum Mittelpunkt Deutschlands. Auf der rechten Seite, direkt am Ufer des Sees, kurz vor der Brücke, sind noch einmal 2 Flächen mit Götterbildern zu sehen. Beide stammen aus der mittleren römischen Kaiserzeit, die in die ersten beiden Jahrhunderte nach der Zeitenwende fällt und enthalten einmal 4 und einmal 2 Götterbilder in Form von Astgabel, Kegel und Pfahlidolen sowie eine Kultstange und einen Gabelpfahl. Wie vorher bei den ähnlichen Anlagen auch, werden die Bedeutung und die Opfergaben anhand von Tafeln erläutert. Ein weiteres Rundheiligtum befindet sich auf der linken Seite, kurz vor der Brücke über die Bucht am See. Es stammt aus der mittleren römischen Kaiserzeit etwa 200 Jahre nach Christus. Seit dem 1. Jahrhundert vor Christus die Hermunduren nach Thüringen, damals Thuringi, kamen, hat sich der Bau von Kultstätten verändert. Kultplätze für einzelne Götter wichen den Rundheiligtümern, in denen an einem Platz mehrere Götter verehrt wurden. Landschaftlich kann man diesen Teil des Ufers nur als idyllisch bezeichnen. Der Uferbewuchs lässt auch hier ab und zu einen Blick auf den See, die Brücke und auf den Mittelpunkt Deutschlands am anderen Ufer zu. Das ovale Rundheiligtum hat an der Südseite eine Eingangszone mit 2 Torwangen. An den 3 Altären wurden hier vermutlich eine männliche und 2 weibliche Gottheiten verehrt. Während die männliche Gottheit mit einem Stierschädel bedacht wurde, erhielten die weiblichen Gottheiten einen Schädel und Knochen von Kühen. Vor der langen Kultstange wurden Reste eines Menschenopfers gefunden. Bei allen Menschenopfern, die im Opfermoorvogtei gefunden wurden, ist nicht geklärt, ob sie bei der Opferung schon tot waren, bei der Opferung getötet wurden oder ob sie lebendig geopfert wurden. Da wir uns nach dem Überqueren der Brücke auf dem Rückweg zur Siedlung befinden, liegt dieses Heiligtum auf der rechten Seite des Weges im inneren Areal der Heiligtümerausstellung.
den See im Rücken, zeigt sich dem Betrachter ein in Flechtwerk eingehegtes Rundheiligtum mit etwa 5 bis 6 Meter Durchmesser, das von Bäumen und Sträuchern gesäumt ist. Datiert wird es ebenfalls auf die mittlere römische Kaiserzeit um 200 nach Christus. 2 Altäre, 3 Kultstäbe, ein Brettidol und ein Votivschiff sind im Kreis zu sehen. In diesem Zusammenhang, so glaube ich, muss der Begriff Votivschiff erläutert werden. Geriet ein Seemann in Seenot, so versprach er seinem Gott, ein Schiff zu spenden oder zu opfern, sofern er überlebte. Dies war nicht nur so dahingesagt, die Seeleute taten und tun es bis heute tatsächlich. Diese gestifteten Schiffe, die oft in Kirchen an der Nord- und Ostseeküste zu sehen sind, nennt man Votivschiffe. Sie sind oft Modelle der Schiffe, auf denen der Stifter fährt oder fuhr. In unserem Fall dürfte das Schiff im Inneren des Heiligtums von Fischern oder sogar von einer Dorfgemeinschaft gestiftet worden sein, die einen Großteil ihrer Ernährung mit Fisch abdeckte. In der mittleren römischen Kaiserzeit stand im Mittelpunkt der Verehrung verschiedene Idole, Attributobjekte und gekennzeichnete Götter in Rundheiligtümern, zu denen auch diese sakrale Anlage gehört. Ebenfalls im inneren Areal befindet sich ein Heiligtum aus der späten römischen Kaiserzeit, die bis ins 3. Jahrhundert unserer Zeit reichte. Es ist eingehegt mit Flechtwerk und hat im Zentrum einen Altar aus Flechtwerk und Erde. Das Besondere an dieser Anlage ist das Casula. Casula ist lateinisch und bedeutet Häuschen. Es ist über dem Altar errichtet und diente offenbar dem Schutz des Altars vor der Witterung. Neben Tieropfern wurde das Kandolsidol einer Göttin gefunden, das wesentlich kunstvoller und genauer bearbeitet ist als die bisher üblichen Stock- und Pfahlidole. Auch diente das Heiligtum höchstwahrscheinlich als Bestattungsort der Priesterin. Der Fund eines Sarges im Inneren des Heiligtums mit dem Skelett eines Mädchens lassen diesen Schluss zu. Die Konzentration von Opferstätten für mehrere Götter wurde im 3. Jahrhundert von einem isolierten Heiligtum abgelöst. Die Anlage erinnert in ihrer Form an Umgehungstempel aus dem gallorömischen Gebiet. Die Einflüsse aus diesem Bereich werden auch durch die Gestaltung des Kantholzidols gestützt, da ähnliche Symbole aus Gallien bekannt sind. Das heilige Grab, das im 4. Jahrhundert völlig zerstört wurde, kennzeichnet die hohe Bedeutung der Kultstätte. Die Vernichtung der heiligen Stätte könnte mit politischen und religiösen Unruhen in Verbindung stehen. Nicht weiter verwunderlich ist, dass ein Schiffsheiligtum auf der Seeseite des Rundweges direkt am Ufer zu finden ist. Auch von hier aus hat man wieder einen schönen Blick über den See. Für unser Gebiet am Rande des Thüringer Beckens ist ein Heiligtum zum Verehren von Wasser- und Schifffahrtsgöttern eigentlich nicht üblich. Hier scheint der Einfluss von anderen Stämmen, die zu Beginn der Völkerwanderungszeit sich zeitweise in unserem Gebiet aufhielten, sich niederließen oder durchzogen, eine Rolle gespielt zu haben. Die Kultstätte aus der Völkerwanderungszeit um das 5. Jahrhundert aus Oberdorla wird von 2 Schiffsheiligtümern geprägt. Die große, aus Ruten gebildete Anlage mit eingegrabenem Steuerruder gehört einer männlichen Gottheit, die durch ein hohes Pfahlidol mit Hengsthaupt wiedergegeben wird. Ein kleines Schiff mit Rinderopfern, es fährt nach Osten in den Sonnenaufgang, stellt das Emblem der Göttin dar. Einer weiteren Klärung bedarf es, ob diese Kultschiffe mit dem Erscheinen der Angelsachsen in Thüringen in Zusammenhang gebracht werden können. Das letzte im Opfermoor gezeigte Heiligtum liegt wieder im inneren Areal rechts vom Rundweg. Es ist von hohen Gräsern und Büschen umringt und durch eine Flechtwerkeinhegung begrenzt. Diese Einhegung ist nach Süden offen. Von der einstigen Opferplatzeinhegung ist nichts mehr zu erkennen. Um die Größe und Lage aber dennoch zu zeigen, wurde das runde Areal mit Pfählen abgesteckt. In der späten Völkerwanderungszeit im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung war das Heiligtum von Oberdorla ein großer runder Opferplatz, dessen feste Einzäunung durch einen Brand zerstört wurde. Im Inneren der Anlage befanden sich Opferobjekte, aber kein Idol. Gefäße aus dem 10. und 11. Jahrhundert sowie Hundeknochen aus den Torfschichten über dem ehemaligen Kultsee weisen darauf hin, dass auch nach der Christianisierung im 8. Jahrhundert durch den heiligen Bonifatius noch immer an traditioneller Stätte heidnische Bräuche ausgeübt wurden. Damit sind wir am Ende des Heiligtümerrundweges angekommen und betreten wieder die Siedlung neben dem Speicherhaus. Was es im Opfermoor zu sehen gibt, habe ich Ihnen gezeigt, aber ich habe noch einen Tipp für Sie. An besonderen,
damals für unsere Vorfahren wichtigen Tage wie der Sommer- und der Wintersonnenwende oder dem Frühlings- sowie Erntedankfest kann es sein, dass in der an die Siedlung gen Westen anschließenden Wiese oder sogar in der Siedlung selbst die alten Germanen wieder auferstehen. Sie feiern und tanzen, zeigen uns Fremden ihr Geschick im Umgang mit den Waffen oder beim Bau von Flechtwerkmauern. Die Weiber geben Einblick in Backofen und Küche vor 2000 Jahren und natürlich darf ein über offenem Feuer gebratenes Schwein und reichlich Met nicht fehlen. Termine für diese besonderen Feste können über www.opfermoor.de in Erfahrung gebracht werden. Ich hoffe, dass dieser Film Ihnen gefallen hat und Sie etwas neugierig auf das Leben unserer Ur-Ur-Ur-Urahnen aus dem Opfermoor in der Vogtei geworden sind. Besuchen Sie doch einfach den Mittelpunkt Deutschlands und das Opfermoor einmal selbst. Es lohnt sich.